Herzlich willkommen, liebes Internet. Ich bin Christian, Hochzeitsfotograf aus Stade bei Hamburg und ich nehme euch heute mit, denn wir wollen ein bisschen Location scouten. Und zwar scouten wir heute Locations für zwei verschiedene Shoots. Ein Shoot findet am kommenden Samstag statt mit einem Brautpaar, das Fotos für ihre Einladungskarten haben möchte. Die Hochzeit findet im nächsten Jahr statt. Und wir gucken uns heute noch eine zweite Location an für eine Hochzeit, die jetzt im Oktober stattfindet. Und da nehme ich euch heute mit. Das hier ist die erste Location für die Hochzeit im Oktober und das ist ganz spannend, hier war ich nämlich noch gar nicht, aber das ist gar nicht so weit von mir entfernt. Hier gibt es einen ganz schönen Weg, wo dann das Brautpaar quasi langlaufen kann und das ist immer eine ganz nette Sache. Ja, da kann man ein paar schöne Sachen in der Bewegung machen, ein bisschen Händchen halten und durch die Gegend läuft. Was ich auch immer ganz gerne mache, wenn ich Location scout, ist nicht nur die Location an sich, die wir da hinten uns angeguckt haben, sondern auch, was ist drumherum. Und ja, und da findet man dann sowas. Eine parkähnliche Anlage und wow, also das ist mal eine Gegend, die ich jetzt nicht für möglich gehalten hätte, aber wenn man sich überlegt, dass man hier ein Brautpaar zum First Look hinstellen könnte, kann schon ganz gut werden, glaube ich. Sehr gut. Mit der ersten Location bin ich sehr zufrieden. Hier können wir definitiv was draus machen und ja, ich freue mich. Auf geht's zur zweiten. Die zweite Location funktioniert leider nicht, denn da gibt es ein Tor und muss dann doch nicht sein. Ne? Da gibt es dann bestimmt noch andere Sachen, die genauso gut funktionieren. Okay, wieder zurück im Auto. 50% waren gut, 50% waren jetzt ja, eher nicht so gut. Learning aus dem Location Scouting, es ist gut, dass man sich neue Orte, wo man fotografieren möchte, einmal vorher anguckt, um zu schauen, sind sie überhaupt zugänglich. Da kann Google Maps halt leider doch nicht helfen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich habe einen schönen Punkt gefunden für das Getting Ready für meine Hochzeit im Oktober und ja, für Samstag. Ja, mal schauen. Hey Leute, kurzer Nachtrag. Ich habe was gefunden. Und zwar bin ich einfach nur die Straße ein Stück weiter gefahren und da gab es einen Steingarten. Und schaut euch das mal an. Liebe Leute, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, als ich mein Outro gemacht habe am Steingarten. Egal, jetzt wieder vom Schreibtisch. Ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden und ja, die Location Steingarten für Samstag steht. Mein Brautpaar hat gesagt, jo, machen wir. Finde ich ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr drauf. Vielleicht nehme ich euch wieder mit. Das müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wenn ihr irgendwelche Infos haben wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen was an Start kriegen. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also, macht's gut. Schönen Donnerstag. Ciao.